Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Wreckfest bzw. Next Car Game, wie es früher auch hieß. Ja, und ihr hattet eindeutig in den letzten Folgen das schöne, also dieses Crash-Szenario-Test-Sneak-Leute, warum wir auch immer da gerade hängen geblieben sind, Sneak Peek-Teil, ja, bevorzugt. Also dachte ich mir, ach komm, wenn ihr hier unbedingt drauf sein wollt, dann machen wir das. Und ihr wolltet mir, dass wir mit dem Fahrzeug rumfahren. Können wir natürlich auch mal machen. Wow. Also was ihr so wollt, schreibt einfach in die Kommentare, was ihr wollt. Und das werde ich dann auch machen. Ich versuche in dem Let's Play auch viel auf euch zu hören. Ups, falsch. So, mal raus. Da, lass uns raus. Übrigens wird es in Zusammenarbeit mit meinem jetzigen Partner, sprich mit Fast Play bzw. Kinguin, ist ja beides eigentlich effektiv die gleiche Seite. Link ist übrigens in der Beschreibung. Ja, wird es bald eine neue Videoserie. Ach Gott. Der Wagen lenkt nach rechts. Das ist schlimm. Wird es bald eine neue Videoserie auf dem Kanal geben, und zwar angezockt werde ich sie, denke ich mal, nennen. Und da werden wir dann immer so einmal im Monat wahrscheinlich ein neues Spiel einfach mal anzocken, so für eine 15 bis 20 Minuten Video. Und da werden wir einfach mal so ein bisschen reinschauen. Ja, böser Crash. Auf jeden Fall, das wird mir nur von denen ermöglicht. Das würde ich, finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und da würde ich dann auch mal kurz danken. Und denkt bitte dran, übrigens, falls ihr nicht wisst, was es ist. Das ist ein kaputtes Auto hier. Aber darum geht's nicht. Es ist ein Keyshop mit sehr günstigen Keys. Also könnt ihr günstige Spiele kaufen. Links in der Beschreibung, würdet ihr mir sehr helfen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und ja, also da könnt ihr, morgen kommt übrigens das erste angezeigte Video. Also da könnt ihr mal vorbeischauen mit Resident Evil Revelations 2. Dann wäre mal nice, wenn ihr da mal reinschaut. Dann, wie immer bei jeder neuen Serie, braucht ihr Feedback, genauso wie hier bei Next Car. Aber da habt ihr bis jetzt schon ganz gut gearbeitet. Und es tut mir leid, dass in der letzten Folge leider kein Sound direkt da war. Ich bin noch dabei, ich weiß, glaube ich, woran es liegt. Es liegt einfach, nämlich, glaube ich, daran, dass ich ja da Probleme hatte mit meiner Tastatur, beziehungsweise Probleme habe mit meiner Tastatur und da immer noch immer wieder umstecken bin und gucken, wie mache ich das am besten. Und ja, da hatte ich leider bei DX12 vergessen, das so schön umzustellen. Und ja, dann wollen wir hier mal diesen Jump machen. Müssen wir, denke ich mal, abbremsen. Ja, leicht abbremsen und schön gleich in dieses Haus rammen. Oh, sogar oben drauf. Crash. Crasht das? Crasht das? Ja, es crasht. Unten bricht es zusammen und wird jetzt hier von diesen netten Teilen zerfräst, sagen wir mal. Ja, übrigens, ich hatte es zwar schon gestern angekündigt, gestern kam ich aber nicht dazu. Heute kommt noch ein kleines Infovideo zum gestrigen Tag. Da war nämlich was Besonderes. Einer hat es in die Kommentare schon geschrieben, der wusste es. Und, ja, dazu werde ich aber nochmal ein extra Video machen. Oh Gott. Und ja, also wäre cool, wenn ihr da auch nochmal reinschaut. Oh Gott, nein. Ah, scheiße. Ich weiß übrigens gerade nur mit Tastatur hier. Also jetzt nicht denken. Oh Gott, nein, ich wollte gar nicht runter. Scheiße. Ich kann die Kamera leider hier nicht groß ändern. Doch, so geht's eigentlich. Böse. No. Was noch? Oh Gott, nein! Scheiße, das wollte ich gar nicht. Was noch fehlt, wäre so eine Innenperspektive hier für diese Sneak Peek. Aber ja, wenigstens dann im Endgame bzw. im richtigen Spiel. Gibt sie ja zum Glück. Oh Gott, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Und jetzt wollen wir mal nicht da hoch. So, schaffen wir es da durch, ohne zu crashen. Nein, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Oh Gott, gleich beim ersten Haus gescheitert. Aber dafür müsste ich liebe diese Häuser, sonst geht's so geil kaputt. Wir werden auch gleich nochmal was bei der Kanone machen. Weil ich einfach da noch ein bisschen Rampage machen will. Aber ihr wolltet, oh Gott, ihr wolltet am Anfang ja noch ein bisschen Fahrzeug haben. Und das lasse ich euch natürlich. So, hier schön driften. Gott, ich habe nach links gelenkt und gebremst, bevor nach rechts interessant. So, hier natürlich das nochmal ein bisschen wegholzen. Ich muss das gerade mal ein bisschen übernehmen, weil die Kamera ist leider, wie gesagt, invertiert. Nein, die bleiben nicht stehen. Wollen wir das nochmal leicht andotzen. Da ist nicht viel passiert, müssen wir mal doller andotzen. Auch nicht viel, müssen wir mal an der Seite leicht andotzen. Passiert immer noch nichts. Erstmal da weghauen.
Und da fällt das jetzt zur Seite und auf das Auto sogar. Aber da passiert zum Glück nicht viel. Außer dass natürlich das nette. Oh, da sieht das vielleicht sogar Resolution 2 fertig gedownloadet. Achso, man kann weiter mit weg mit der Kamera. Das ist natürlich praktisch, denn die war mir immer ein bisschen zu nah. Klar, jetzt ist das Auto sehr weit weg, aber so sehen wir besser die Zerstörung. So, durch die Reifen ist es vor allem lustig so. Wenn man dann die Reifen treffen würde. Hier schön und da natürlich auch durch. Oh Gott, ich sehe das Auto nicht mehr richtig. So, jetzt hier schön. Gerade nicht den Hammer. Oh Gott, der war gerade knapp ausgewichen. Jetzt haben wir hier schön dieser. Ja, was für heftig, wie nennt man das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall über 50 Meter, wahrscheinlich so 60, 70 Meter sind wir gerade hoch. 70 Meter sind wir hochgejumpt. Knall jetzt auch noch böse auf und haben. Ja, diese kleine Wand mit den ganzen Fässern da oben erstmal schön kaputt gemacht. Die Teile haben wir auch nicht ausprobiert, wobei wir können hier mal hier rüberfahren. Los, Timing. Oh Gott, fast hätten wir es rüber geschafft. Nice, schön in die Luft geflogen, aber. Au. Und da nochmal mitgenommen werden, ja, so ist das schön. Oh, wie ist das schön. Oh, erstmal wunderschön einfach nur gegen die Teile geflogen. Aber hinter uns fahren die Teile aus. So. Aber natürlich muss man da auch noch richtig stehen, dass man noch Schwung kriegt. Jetzt. Nein, das möchte ich nicht. Da haben wir nochmal schön was kaputt gemacht. So. Da, lol. Gut, perfekt gelandet schon mal. Nein. Gut, und jetzt lassen wir uns nochmal schön gegenschießen und damit nochmal 3 zerstört. Nochmal so weit, bis wir alle zerstört haben. Müssen wir erstmal nach rechts effektiv kommen. So. Da noch 1 zerstört, beziehungsweise vielleicht sogar 2. Oben müssen wir wieder Position neu starten, aua. Ein bisschen hier nach vorne und da haben wir die 3 umgeholzt. Und unseren Wagen dazu auch ziemlich. Aber das ist Nebensache. Hauptsache der Sache die Dings sind Schrott. So, und jetzt hier natürlich noch die Kisten. Die sind natürlich ein leichtes Spiel für uns. Aber sehr zerstörerisch. Aufhört. Warte, da jetzt nicht stecken bleiben, sondern hier schön durch. Und da fahren schon die schönen Fässer und so eine Reife. Und da fällt der Fass. Und nur ein bisschen reingeschossen. Na, dann also. Ich denke übrigens, ich werde das wirklich, wie es wurde auch mehrmals vorgeschlagen, abwechselnd machen. Sprich, eine Folge, dann haben wir hier dieses Zerstören und eine Folge haben wir Rennfahren. So wird jeder, wird alles bedient und jeder. Ich denke mal, so ist das ganz gut. Was hat ihr von dem Vorschlag? Schreibt es einfach in die Kommentare. Und da haben wir noch die Reifen zerstört. Ach, wisst ihr was? Das, was ich mache, mache ich übermorgen dann. Mit der schicken Kanone, da könnte ich mich auch freuen, da wird es viele Explosionen, viel Zerstörung geben. So, mal auf jeden Fall hier nochmal. Was haben wir alles zerstört? Also das kam runter hier. So, das ist auch das letzte Fass. Hier haben wir 2 Pfeiler zerstört, oder? 2. Ein. Und hier haben wir einiges zerstört. Hier wird es interessanterweise, wodurch wird es gehalten? Interessant, ich glaube, das war ein Bug. Nein, das wollten wir nicht. So, wollen wir es machen? Nach hinten. Und jetzt hier haben wir jetzt einen schönen Blick auf die Reifen. So, schön mit Handbremse einmal umdrehen. Dann wollen wir uns mal sehr nah ran machen. Also hier schön im Windschatten des Autos durch diese Reifen fahren. Und hier noch durch. Oh Gott, nein, shit. Waren wir nicht. Ich hafte für nichts. Schreiben Sie meine Versicherung. Ja, schön. Oh Gott, nein. Das hat wieder sehr häufig. Oh Gott, fuck mal auf. Da bin ich nicht mehr geläuft. Jetzt sofort 2000 D-Abos. Viele. Nein, natürlich nicht. So. Ich versuche da immer durchzufahren, ohne zu crashen, aber ich schaffe es einfach zu verrecken. Hier, komm, das können wir schaffen. Nee,
da, ich schätze diesen Wagen immer hundertprozentig falsch ein. So kann man da nur durchfahren. Und man kann es, ich kann es aber nicht. Man sollte es können, sagen wir es so. Und jetzt hier schön in die ganzen Reifen. Da! Und dann natürlich nochmal. Schön in die Pfeiler. Schön die hier. Ach, ich liebe einfach diese Reifen. Der Physik ist einfach cool. Und ja, auf jeden Fall, ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst oder einfach dieses Video teilt. Das würde mir auch helfen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr günstige Gamekeys haben wollt, einfach unten in der Beschreibung zu Fast to Play gehen. Link ist der zweite oder dritte in der Beschreibung. Und ja, dann bleibt euch bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, GG.